bastle hier wieder ein bisschen was am Basteln und irgendwann kommt dieses Problem auf einen zu, Gaszug, Kupplungszug oder die Bremszüge. Ja. Weil diese Teile verschleißen auch mit der Zeit. Im Grunde besteht so ein Zug aus der Zughülle, das ist so ein Plastik drum und dann ist nochmal so ein dünnes Metallband drum gewickelt, drumherum. Innen verlaufen dann die Adern, ja, und dann kommt eine ganz feine Hülle und da drin läuft unser Seilzug für unser Gas oder für die Kupplung oder für die Bremse, was auch immer. Dieses Plastikschläuchchen, was da drin ist, verschleißt natürlich, ja, durch das ständige Ziehen und Loslassen, ja, reibt das an dieser Innenhülle und irgendwann scheuert das natürlich auf. Es gibt auch spezielle Graphit, wie soll ich sagen, ja, zum Einsprühen oder zum Hereinsprühen in die Hülle, aber meistens kriegt man das Zeug nicht gescheit rein und es kommt auch nicht überall hin bei der Länge von dem Seilzug. Ja, also man sollte die auf jeden Fall mal dann tauschen. So, diese Hülle geht irgendwann kaputt da drin und dann schleift quasi Metall auf Metall. Das merkt ihr dann auch, wenn sich der Gaszug schwer drehen lässt oder die Kupplung schwer ziehen lässt. Ja. Beim Gaszug merkt man es auch oft, dass die Feder im Vergaser nicht mehr die nötige Zugkraft hat, um den Seilzug quasi zurückzuziehen. Das heißt, unser Gas bleibt, also unser Gashebel bleibt dann dementsprechend gerne mal hängen, wenn das verschlissen ist. Wir gehen jetzt an den Einbau. So, in meinem Fall der SR50 Gamma, also die hat die Verkleidung der Gamma. Ich muss hier die Schrauben und hier unten nochmal zwei Schrauben lösen, damit wir das Ganze hier abnehmen können. Dann überall, wo Kabelbinder alles dran ist, müsst ihr aufmachen, ablösen. Ja, alles wegschneiden, die ganzen Kabelbinder und falls Befestigungsösen da sein sollte, je nach Modell, einfach diese Ösen dann lösen, damit man nachher den Seilzug schön herausnehmen kann. So, als nächstes schauen wir uns mal hier diese Einstellschraube ein. In der Regel über die Lebenszeit unseres Seilzuges bzw. unserer Zughülle, man tauscht ja beides gleichzeitig, in der Regel da gibt es diese Einstellschraube und mit der Zeit dreht man die auch immer weiter heraus, ja, weil sich der Seilzug immer weiter lenkt und so weiter. Jetzt drehen wir hier diese Randelschraube mal komplett hoch und versuchen jetzt am besten, ja, wegen meiner Verkleidung, ich müsste eigentlich komplett hier die Verkleidung abmachen, auf jeden Fall sollten wir jetzt diese komplette Schraube hier hereindrehen, so dass sich unser Seilzug dann lockert. So, wenn ich jetzt den Hebel hier betätige, beziehungsweise ich hoffe man sieht es, hier unten, da ist quasi der Knopf, also das Ende von der Ader. Und jetzt müssen wir versuchen hier das Seil so weit herauszubiegen, dass es dann hier herausschnarrt. Ja. So, wenn wir die Rändelschraube hier jetzt komplett hier reingedreht haben, dann können wir mit einem Schraubendreher von unten, ich hoffe, jetzt drehe ich mal das Display, ich hoffe, man kann es erkennen, ich gehe jetzt hier von unten mit dem Schraubendreher, hebel etwas dagegen, so dass es sich an den Schlitz hier ausrichtet und drücke dann von oben drauf. Und schon löst sich hier der Nippel. So, und hier sehen wir jetzt, hier sind schon ein paar Adern gerissen. Da war vorher schon eine gerissen. Also von daher ist es gut, dass wir das jetzt tauschen. So, kaputt ist ja kaputt. Also können wir jetzt bequem mit einer geeigneten Zange für Seilzüge können wir das hier abknipsen. So, und jetzt können wir die Hülle hier, also ich ziehe jetzt hier hinten am Seil, können wir die Hülle abziehen mit den Adern. Jetzt mit den Adern, aber aufpassen, wenn ihr das überall durchzieht, die verkratzen euch alles. Ja?
Das heißt, macht da am besten noch mal ein bisschen Kreppband drum und dann könnt ihr das überall durchziehen. So, jetzt schaut ihr einfach, welcher Zug das hier ist für die Kupplung. Ihr verfolgt das mal. Das ist bei mir diese Leitung. Jetzt könnt ihr das, wenn ihr das oben mit Kreppband umwickelt habt, einfach rausziehen. Und dann habt ihr hier Leitung. So, ich leuchte hier jetzt mit der Taschenlampe noch zusätzlich rein. Hier unten, da ist der Hebel für eure Kupplung. Jetzt können wir hier ganz einfach, ich versuche jetzt mal die Taschenlampe irgendwo abzulegen. Das sieht man schlecht. Jetzt kann ich hier einfach das Seil nehmen, hier gerade ausrichten. Ich hoffe, man kann es erkennen nachher. Und jetzt kann man das Stück hier herausholen. So, jetzt ist das Licht komplett weg. So, dann habt ihr das gelöst. Jetzt könnt ihr hier den kompletten Zug, wenn er nicht irgendwo festhängt, einfach herausziehen. Hier am Lichtmaschinendeckel, da ist es noch eingehakt. Da kommt nachher die Außenzughülle drauf. Und dann können wir das hier einfach herausziehen. So, jetzt haben wir unser Seil hier. Das ist das gute Stück. Und wie gesagt, also die Kupplung ließ sich richtig schwer. Man merkt auch, ich kann das hier nicht einfach hereindrücken. Ja, das lässt sich ganz schwer bedienen. Also hier ist schon einiges da drin kaputt und deshalb tauschen wir das jetzt. So, da ich jetzt ein paar schlechte Rezensionen gelesen habe, das habe ich jetzt aus dem Kult Moped Store. Ja, das ist unser Kupplungszug. Gaszug werde ich auch noch tauschen, da mache ich aber ein separates Video, dass man das besser finden kann nachher auf YouTube, weil ich kann auch nicht unbegrenzt viele Tags eingeben. So, jetzt gucken wir uns das mal an und vergleichen das mal, ob das soweit passt. Also hier, das kommt ja da oben rein und hier kommt, tja, hier fehlt jetzt was. Das ist genau das, was ich nämlich mir gedacht habe. Da muss ich dann, das ist jetzt scheiße, so, ja, in der Tüte ist auch nichts mehr drin, das heißt, ihr müsst von eurem alten Seilzug diesen einen Nippel hier nehmen, oh, jetzt ist er runtergefallen, diesen einen Nippel hier nehmen, weil ihr braucht sie auf beiden Seiten, ja, einmal für den Bremshebel oben und einmal für die Kupplung am Zug unten. Das heißt, ihr nehmt jetzt euren alten Nippel und fädelt das hier einfach so ein und dann könnte man das jetzt wieder an der Kupplung bzw. oben befestigen. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr euer Seilzug nicht gleich wegschmeißt, sondern diesen Nippel mit diesem Schlitz hier vorher herausholt. Sonst habt ihr nämlich ein Problem. Weil das gibt's, wird hier nicht mitgeliefert. Leider. Finde ich schade. Wirklich schade. Hier in der Tüte ist nichts drin. Da ist dieser Nippel nicht. Ich muss also den alten nehmen. Ich habe jetzt auch bewusst diese Variante hier genommen. Mit dem Hebel. Weil sonst müssten wir alles demontieren. Bei der SR50 ist das richtig blöd. Bei der S51, S50, da geht das. Ich habe aber das Drittblech und alles hier im Weg. Ich müsste alles demontieren, um das Lichtmaschinendeckel abzumachen. Ja, jetzt fädle ich das Ganze natürlich wieder rückwärts ein. Das heißt, ich fange an mit diesem Nippel am Kupplungszug. Also an dem Kupplungshebel unten am Motordeckel. So, wir schauen uns hier unseren Zug an. Der hat hier ja, so eine Schutzhülle nochmal, so ein Schutzgummi. Und das kürzere Stück, da wo das Schutzgummi ist, also hier ist das lange, und hier mit dem kurzen Stück, das kommt unten an die Kupplung, beziehungsweise da, wo unser Nippel ist, ohne Schlitz. Ja, also der, wo vormontiert war, das kommt unten an die Kupplung zuerst. So, ihr zieht das jetzt hier auseinander. Nippel sollte hier sein. Und dann können wir anfangen, den Nippel wieder da unten in den Hebel einzuhaken.
Das ist echt friemelig bei der SR. Und passt auf, dass ihr nicht über eine Leitung geht. Also so, sondern immer unter alle Leitungen unten durch. Und jetzt muss ich, glaube ich, die Kamera gleich weglegen, weil das kriege ich so hier nicht eingefädelt. Auf jeden Fall, ihr seht, oder kriege ich das hin? Ihr seht, hier muss ich mit dem Nippel rein. Nee, das kriege ich so nicht hin, und mein Stativ, ich muss das irgendwie anders machen hier. So, hier seht ihr jetzt, hier habe ich es jetzt eingehakt. Jetzt könnt ihr das Seil hier quasi herumbewegen. Und jetzt kann man den Hebel wieder quasi ziehen. So, jetzt müssen wir dieses Stück hier mit dieser Hülse da unten in die Öse an den Lichtmaschinendeckel einhängen. Ja. So, jetzt kommt das Licht natürlich mal wieder nicht hin. Also hier unten seht ihr ja die Öse. Da versuche ich das jetzt gerade mit einem Finger hereinzudrücken. So, ich habe es jetzt gerade mit einer Hand. So, und dann guckt ihr, dass ihr da unten, jetzt will es nicht mehr. Ach, ich werde zum Tier. So, dann guckt ihr, dass es da einhakt und drückt die Hülse herein. Und dann sollte das so aussehen. Die Hülse muss hier drin stecken und hier hinten am Hebel ist es eingehakt. Ja. So, schon besser. So, dass ihr das hier durch verlegt. Boah, ist das eng. So, und dann müsst ihr gucken, dass ihr das hier durch die Lenksäule da bekommt. Und dann guckt ihr, wo es oben rauskommt. Da zieht ihr euch das dann her. So, da oben kommt es jetzt, da ist es. Und dann können wir das Ganze hier rüberziehen. Hier, da kam es jetzt raus. Und hier ziehen wir das Ganze jetzt rüber und dann können wir das am Hebel befestigen. Ist zwar ein bisschen fummelig und die Finger werden dreckig, aber wie gesagt, ihr müsst halt sonst unten alles demontieren, um alles zu lösen. Das wäre ein bisschen blöd, deshalb mache ich das hier oben. So, jetzt dreht ihr euch die Rändelschraube quasi hier heraus aus dem Griff. Also hier aus dem Griff heraus. Und dann könnt ihr eure Kupplungsleitung nehmen. Ich hoffe, man sieht's. Und die Rändelschraube könnt ihr quasi so herdrehen, dass nachher euer Seilzug hier durchkommt. So, jetzt fädeln wir das Ganze hier rein. Also, wir kommen jetzt zu einem nächsten Problem. Wenn wir den Lichtmaschinendeckel und den ganzen Grümpel nicht abmontieren wollen an der SR50, dann müssen wir uns, also ich habe es jetzt hier schon angesetzt, einen Schraubendreher hier unten durch. Die Spitze habe ich abgeklebt, gut abgeklebt, da seht ihr es da unten, mit Kreppband und habe es dagegen gehebelt. Jetzt kann ich hier hingehen, einen Schraubendreher ziehen und den Hebel quasi wegdrücken. Ja, das ist jetzt die Variante, wenn ihr keinen Bock habt, hier alles zu demontieren seitlich, dann macht ihr das so, dann könnt ihr nämlich hier euer Seil entlasten und ihr habt hier mehr zur Verfügung und könnt es dann hier einfädeln. So, dazu bräuchte man jetzt eigentlich eine zweite Person. Einer zieht den Schraubendreher dann rum, dass der Hebel quasi aktiviert wird, damit wir hier genug Seil zur Verfügung haben, um das alles hier einzuhängen. Ja. So, ich drücke jetzt hier gerade mit voller Gewalt und muss hier gleichzeitig das da oben einfädeln. So, und jetzt ist mir da oben noch die Verkleidung im Weg. Also es wäre wirklich gut, wenn man das zu zweit machen könnte. Weil jetzt kann ich mit einer Hand hier die Rändelschraube nicht reindrehen, damit die komplette Verkleidung einfach im Weg ist. Wenn ich jetzt nämlich loslasse da unten, dann ist das zu stark gespannt hier alles. Das ist echt nicht einfach. So, jetzt können wir das hier reindrehen und gleichzeitig aufpassen, dass wir unten das gespannt lassen.
drehen wir jetzt wieder komplett bis an den Griff heran. Und jetzt müssen wir versuchen, auch noch einhändig hier das alles einzuhaken. Und das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil man hier unten viel Kraft braucht, um den Hebel aufzubringen. So, jetzt müssen wir das hier wieder einfädeln. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Also ihr seht hier jetzt den Schraubendreher mit dem Kreppband. Der liegt jetzt am Lichtmaschinendeckel an. Und dann ziehe ich mir das quasi mit dem Griff hierher und bewege so den Hebel. Ja. So, und dann kann man das gleichzeitig, wenn man das hält, hier oben noch einfädeln. Hier ist es noch nicht ganz drin. Hier gehen wir jetzt einfach mit einer kleinen Wasserpumpe-Zange bei. Vorsichtig und richten das aus und dann fällt das Ganze schon hier rein. So, zack. Und schon funktioniert es wieder. So, den Schraubendreher kann man rausmachen. Es ist etwas fummelig, ja. Das muss man schon sagen. Das ist dann etwas fummelig, aber so, das ist die schnellste Art, die ich hier jetzt quasi entwickelt habe. Ja, ihr müsst halt hier unten den Hebel dann spannen irgendwie. Und dann könnt ihr das da oben einhaken. Und das fühlt sich schon ganz anders an. So, hier seht ihr, hier ist der Hebel. Und jetzt müsst ihr natürlich eure Kupplung wieder einstellen. Ja. Dazu habe ich auch ein Video, das ist bei dem Schrauber-Tutorials in der Playlist. Aber normalerweise passt die Länge von dem Zug 1:1, ja, nur dass der alte Zug halt etwas mehr gelenkt ist, dann müsst ihr euch hier über die Rändelschraube das quasi wieder einstellen, so dass es nachher passt, wenn ihr loslasst, dass die Kupplung dann kommt. Ja. Das müsst ihr dann draußen im ersten Gang halt ausprobieren, wo läuft der an und wie weit muss ich das hier dann einstellen. So, ich hoffe, das war soweit hilfreich. Ich werde jetzt noch den Gaszug austauschen, das mache ich auch nochmal in einem extra Video, sonst zieht sich das hier ewig in die Länge. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sage ich weiterhin eine angenehme Fahrt und bis zum nächsten Video. Ja.